Glückwunsch, schön, dass ihr am Start seid. Aus Düsseldorf, wieder mit meinem guten Bro Jasko. Macht ja richtig Spaß mit dir. Ja, Mann. Jasko hat immer geile Food-Tipps am Start. Und auch heute wieder, habe ich Sound an überhaupt jetzt wieder? Habe ich das richtig gemacht? Ja. Auch heute, Jasko, sollst du uns wieder mit deinen Food-Tipps überzeugen. Es gilt immer noch, wenn man einen Food-Tipp richtig abkackt, hat Jasko gesagt, 500 Euro spendet genau, er in die Community. 500 Euro auch der Emre, ne? Der Emre? Den nehme ich jetzt nicht ganz so ernst. Ja, bei dir sind wir am Start. Ich würde sagen, wir verraten euch noch nicht alles. Wo geht es als erstes hin, lieber Jasko? Genau, also wir sind im wunderschönen Düsseldorf, das kann man ja sagen. Und Düsseldorf hat die drittgrößte Japan-Community in Europa, nach Paris und London. Dann müssen wir natürlich auch japanisch essen gehen. Da gehen wir japanisch essen und hast du auch schon einen Plan, Sushi oder was sind wir essen? Also wir haben heute vier verschiedene Küchen. Aha. Einmal asiatisch, japanisch, einmal Fernost-China, also uigurisch. Dann haben wir einmal orientalisch. Shawarma war das, glaube ich, ne? Shawarma, auch eins der besten. Und dann als viertes haben wir noch mal so ein bisschen Pasta im Käseleib mit Trüffel und so. Also okay, ein bisschen edler, aber jetzt auch nicht zu viel. Im Zollhafen, also auch top Location. Auch nicht schlecht. Nudeln haben wir selten. Richtig starke Nudeln, sagen wir auf jeden Fall zu. Ja, Mann. Das war jetzt nicht zweideutig gemeint eigentlich. Dann legen wir los jetzt mit uigurisch heißt das, ne? Uigurisch, genau. Uigurisch. Genau. Okay. Also so eine Scheiße, ne? Unser erster Spot renoviert. Hey, sorry, ein schlechter Fußball. Ja, ja, das kann er ja nicht wissen. Ja. Die anderen Dinger machen erst um 17 Uhr auf, ne? Die Uhr tickt anders in Düsseldorf. Lass auf Futur scheißen, lass Kaffee trinken einfach. Ja, komm. So, Jasko, was machen wir jetzt erstmal? Wir fahren in die Ellerstraße. Das Marokkanerviertel. Genau. Mhm. Das ist ein tolles Viertel. Und ja, dann gehen wir hier schön marokkanisch-orientalisch essen, statt Shawarma City. Okay, machen wir das als Ersatz. Und weißt du was? Wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr in die Kommentare reinschreiben. Wir machen auch vielleicht ein komplettes Video mal im Marokkanerviertel. Oder auch ein komplettes im Japanerviertel. Müsst ihr nur reinschreiben, das sind so Sachen, da dachte ich, vielleicht habt ihr nicht so Bock drauf. Aber ihr könnt uns vom Gegenteil überzeugen. Also ich wäre dabei. Ja, ich wäre auch am Start. Jawohl. So, mein lieber Jasko, wir sind hier am Start. Wir noch mal eben einmal kurz so das Viertel abchecken. Ellerstraße. Ellerstraße sind wir. Hier haben wir zum Beispiel auch Fisch, die Marokkaner lieben Fisch. Ne? Seafood und Fisch. Die frittieren viel, ne? Also ähnlich wie die Türken, aber andere Gewürze. Wenn das einer gut kann, dann wirklich Marokkaner, Araber. Ja? Stimmt, als ich da war, war auch auf dem Foodmarkt in der Halle, war ganz viel Fisch frittiert und das war auch mega geil. Ja, ja. Jasko, erzähl noch mal vielleicht eben einmal von der App, die nach dir benannt ist, eben wo wir drauf gefahren sind. Wie heißt die noch mal? Hier. Wie süß du das gesagt hast. Hier. Grilladin, da ist der Kollege. Kleiner entspannter Laden. Jasko ist jetzt auch mit Sound ausgestattet. Sexy Brusthaare, Brudi. Was ist da los? Warte. Guck mal, ohne irgendwas zu sagen, bekommen wir schon die Wünsche. Geil. Jetzt das Hummus, das ganz normal. Das sind Bohnen, dann einmal Hummus, genau, und Oliven. Und du merkst, wir haben nicht mal was bestellt. Ja, das kommt stimmt. Einfach. Kommt einfach. Das ist die Gastfreundschaft. Testen wir mal hier einmal rein. Und die Knoblauch drin, geil, aber. Ähnlich wie beim Marokkaner, wo wir letztens waren, richtig natürlich. Also du merkst richtig die Kichererbsen raus. Brot ist aber wieder ein bisschen schwächer. Oliven sehen aus wie auf dem Markt in Marokko. Wunderbar, Jasko. Das ist das, was du erwartest, wenn du beim guten marokkanischen Restaurant essen gehst. Der Hummus muss stimmen, dann stimmt auch das Essen. Und richtig natürlich wenn der wieder, schon ne? Wenn das stimmt, dann hast du ein Problem. Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Jasko nimmt Baby-Kalamari. Gegrillte Sardinen wäre aber auch geil, einfach zum Gucken. Dann nehmen wir die auch noch. Und jetzt passt auf, ein marokkanisches Köfte-Sandwich. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, Jasko. Das ist ein geiler Vergleich, wie oft ich schon Köfte-Sandwich gegessen habe. Können die Marokkaner mithalten? Das werden wir jetzt auch noch mal in Erfahrung bringen. Das stimmt. Ja. Guter Vergleich. Ja. Also coole Atmosphäre. Ich glaube, nur Marokkaner hier. Geiles Feeling. Das gibt es eigentlich nur zum Mitnehmen. Das machen die gar nicht. Nur weil wir draußen nicht richtig im Stehen und Filmen und so. Hat auch das jetzt auch für uns hier gemacht, zum hier essen. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Wenn ihr es hier essen wollt, nur zum Mitnehmen. Also sehr gespannt bin ich erstmal aufs Köfte-Sandwich. Ihr habt schon gesehen, ganz basic. Leider das Brot von eben, wisst ihr, habe ich schon gesagt. Aber die Köfte zählen zum Schluss. Ultra kross gebraten. Richtig, richtig hart gerade im Mund. Hier haben wir noch mal ein paar Oliven und eine Paste da drin. Dadurch wird das sogar ganz geil, das Brot. Das passt sogar ganz gut. Das ist einfach weicher dadurch noch, wird saftiger.
richtig guter Nachgeschmack, ehrlich. Mhm. Aubergine und geschmorte Zwiebel ist da noch drin. Dadurch wird es auch sehr saftig wahrscheinlich. Oh, super, ja. Geiles Sandwich. Die Olive erfüllt so richtig den Gaumen. Dann kommt das Fleisch reingeschossen. Weicher, geschmeidiger Biss durch die Aubergine. Brot auch saftig durch die Paste, geil. Das werden wir jetzt auch mal einmal probieren hier. Ja. Damit ein Brot reindippen wäre jetzt wahrscheinlich auch angebracht. Richtig scharf, du merkst richtig die Peperoni, die da drin haben, so richtig die Kerne. Dieses geile Aroma, aber erfüllen dadurch, dass sie wahrscheinlich gekocht haben, breitet sich das natürlich wie ein Lauffeuer hier aus. Und das überall, das krasse Aroma, was du eigentlich nur hast, wenn du direkt so auf eine Chili raufbeißt, oh geil. Leichte Süße noch drin, als hätten die Gambas mit ein bisschen Zucker gespritzt, also auch übertrieben gesagt, aber geil. Absolut Welt, dieses Chili-Aroma, wirklich einzigartig, Welt, Welt, Welt. Also die Schärfe, die knallt sehr gut? Die knallt gut, aber angenehm noch, ne? Mhm. Aber schon gefährlich, für jemanden, der nicht scharf kann, ist es zu doll. Mit dem ganzen Zusammenspiel ergibt das wieder mal Traum. Ein richtig, richtig gutes Essen. Lass uns noch mal ein Video machen, wo wir die Karte hier auseinandernehmen. Mache ich auch auf dem Zweitkanal-Chat, den gerne mal PolyTV, wo ich mehr so noch mal auf einen Laden mal alleine eingehe. Stelle ich euch den hier vielleicht noch mal vor. Boah, gehen wir zum nächsten Laden, Jaski, ne? So machen wir das. Mhm. So, in die Richtung gehen wir gleich, da gibt es den Uiguren. Und hier werden wir jetzt noch mal einmal kurz in japanischen Supermarkt, ne? Genau. Ja. Wir müssen noch mal Zeit überbrücken und das ist ein toller Supermarkt. Also, ja, das macht echt Spaß. Was dazu? Wolltet ihr essen gehen oder was? Ja. Scheiße. Diesen Moment, den kenne ich. Habt ihr euch darauf gefreut schon, ne? Ja. An eurer Stelle würde ich einfach gegen die Tür jetzt pinkeln. Als Rache. Hör ich natürlich nicht, ne? Also wisst ihr, aber ich muss trotzdem für ein paar noch mal sagen, die es nicht verstanden haben. Da ist der Hanaro-Markt. Wir hatten jetzt die Auswahl zwischen Griechisch und Japanisch und wir nehmen jetzt Japanisch. Und bei beides wäre zu viel des Guten. Genau, ein interessanter Fakt. Ja. 8000 Japaner leben allein in Düsseldorf. Und die Japaner sind ja eigentlich nicht so das Volk, was jetzt überall anzutreffen ist. Sie sind hauptsächlich in Japan. Ja. Und drittgrößte Community in Europa. In Düsseldorf fühlen sie sich wohl. Okay, das ist heftig. Deswegen haben wir ihr eigenes Viertel. Ah, das ist hier komplett ein japanisches Viertel. Genau. Auch ein Fakt für dich nochmal. Wusstest du, dass man aus dem Mund koten kann? Das ist ehrlich, Real Talk, wirklich. Komm, laber nicht. Nein, wirklich, ich schwöre mit dir, wir können wetten. Man kann aus dem Mund koten. Ach komm, hör auf. Doch, wetten wir? Ja, um was? Um 100 Euro. Dann gib mir den Fakt. Ja, den Fakt können wir bei Google machen. Miserö oder so? Ja, Google mal jetzt. Nee, das war eine Geschlechtskrankheit, glaube ich. Also Leute, ich sehe jetzt schon, Arzt gesagt. Das wird eine ganz große Scheiße, da kommt jetzt raus. Ey, pass auf. Das stimmt nicht. Aus dem Mund kacken, gebe ich jetzt mal einfach ein. Das ist wirklich so, doch, 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 doch. Kot erbrechen. Miserö. Ausscheidung von Stuhl über den Mund, wenn ein fortgeschrittener Darmverschluss die natürliche Kotleerung über den Darm verhindert. Willst du das wirklich ins Video reinbringen? Das ist schon eklig. Doch, das piepst mir. Ich werde auf die 100 Euro verzichten. Ich weiß, er gibt sie mir jetzt, aber ich nehme sie nicht an. Weil er immer ausgibt, er lässt mich nicht bezahlen, deshalb werde ich die 100 Euro. Nein, kann ich nicht annehmen. Ich habe 200. Kann ich nicht annehmen. Ja, doch, du musst. Das wäre schon. Ich nehme nur. Du weißt, Wettschulden sind Ehrenschulden. Wechsel mir mal 100 Euro, du kriegst auch keinen Cent mehr. 100 Euro. Ich gebe dir aber nach dem Video zurück. Nee, jetzt. Das sieht doch keiner danach. Ich gebe jetzt mein Geld. Hallo, warte. Mal gebe ich dir, warte. Kennen Sie die japanische Community? Ja. Ist gutes Essen? Weil ich war 30 Jahre in japanischer Küche arbeite. Pakistaner? Nein, Sri Lanka. Sri Lanka, ah. Versuchen einmal Sri Lanka gehen, besser vor Sri Lanka, gutes Essen, ne? Ja, gut. Sehr gut, ja. Cool, ja. Dann lass doch mal die Community abstimmen, ob du nächste Woche nach Sri Lanka gehst. Ich sag dir, gehe ich nach Sri Lanka. Du kommst mit, wenn das nee, Video. Ich hab Flugangst. Doch, du kommst trotzdem. Oh. Bei 15.000 Likes auf dem Video. Was sehr unrealistisch ist. Doch. Ist das sehr unrealistisch? Weil ich ja, das wird nicht passieren. Okay. Kann ich dir gar nicht sagen. Okay. Wird nicht passieren. Ich komm mit dir. Du kommst mit. Ja, help mir. Help. Hast du Kontakt? Nummer? Oder wir gehen jetzt zu dir und du kochst jetzt für uns. Nee. Ja? Jagat, wenn wir in Sri Lanka drehen, kommt er mit. Er ist dann kommen wir, dann seht ihr. Food Guide, Tour Guide und er alles. Gibt uns ein Apartment, ja, hat er gesagt. Er gibt uns ein Apartment. Auch, ne? Ja, okay. Keine Thema. Und schöne Frauen. Ich bin auch vergeben, Mann, und Spaß. Danke, mein Lieber. Ne? Also ich muss sagen, ehrlich, Jasko, ne? Wenn ich mir das Sushi bei uns bei Rewe angucke, 1000 Zusatzstoffe, 1000 Haltbarmacher, E-Nummern, hier gar nichts. Einfach frisches Sushi anscheinend. Komm, einen müssen wir probieren, Jasko. Thunfisch. Doch, aber Thunfisch ist das giftigste Fleisch überhaupt, Bruder. Egal. Egal, was du... Ja, okay, ein Stück wird uns nicht töten. Reiskuchen, das müssen wir probieren, Bruder. Das müssen wir auch noch. Weißt du, was ihr immer gegessen habt? Rocco bei Pokémon. Ich habe Rocco im 1 gegen 1 satt gemacht. Ach so, okay. Wie kommst du jetzt darauf? Was hast du denn gesagt, Rocco? Ein YouTuber oder sowas? Nee, der Schauspieler, die Person. Echt, Pokémon kommt eigentlich von der echten Person. Ja, komm jetzt, hör auf mit der Scheiße, Alter. Junge, oh, sehr schön. Sollen wir mal Soja machen? Soja. Fermentierte Soja.
Ja, komm, den probieren wir, mein Lieber. Okay. Den probieren wir einfach mal. Boah, und hier sind die ganzen Yum-Yum-Sachen so bestimmt, ne? Das ist schon so ein Erlebnis für sich. Du kannst hier einfach mal so 2 Stunden sein. Hier kann man 2 Stunden sein, einfach gucken, schauen, was du hier gibt. Und du kannst die Leute jetzt nicht filmen, aber wenn du die Gesichter von den Leuten da anguckst, die sind alle super happy, ne? Alles also viele Kindheitserinnerungen direkt. Ist so, ne? Ist das so? Ja, ich war letztes Jahr in Japan. Wir haben schon ein paar Sachen gefunden, die wir dort in Japan getrunken und gegessen haben. Ach, ehrlich? Das ist mega geil. Man findet immer wieder neue Sachen. Ja, Mann. Okay. Viel Spaß noch, ne? Ciao. Ja, danke, danke, ebenso. Richtiger Regisseur geworden. Ich bereite hier die Situation vor uns. Du bist eine Bereicherung, Bruder. Wenn es bei mir nicht mehr läuft, könnte ich mich bei dir bewerben. Inshallah. Ich überwältige euch mal jetzt nicht mit zu viel Supermarkt-Sachen. Wir essen den Reiskuchen draußen. Falls ihr mehr Bock drauf habt, immer in die Kommentare rein mit so einer Anregung. Ich kann auch so mal einen Supermarkt gut auseinandernehmen und noch ein bisschen mehr ausweiten, das Ganze. Hier, Dragon Ball, Jasko. Jasko, ich erzähl dir ein Geheimnis, das wenige wissen. Ne? Dragon Ball, warst du auch Fan von Dragon Ball? Ja. Als Son Goku damals gestorben ist, habe ich geheult. Ich schwöre es dir, ich war 14, 15. Aber die sind immer wieder mal gestorben. Ja, das aber als er erstmal richtig gestorben ist, ja, so habe ich geheult. Also es war schon eine harte Zeit. Das war ganz krass. Die erste Depression als Kind. Ne? Das war so, ich kam nicht klar auf mein Leben. Hier haben wir einen kleinen Tisch. Gucken wir mal ganz ehrliche Meinung, ob das schmeckt oder nicht. Ich denke mal, da werde ich jetzt auch niemanden, sage ich mal. Damit habe ich ja nichts zu tun. Wenn das jetzt nicht gut ist, habe ich nicht verloren. Ne? Nein, du hast nicht verloren. Das war ja so eine spontane Idee. Das ist keiner deiner Spots. Hier haben wir Thunfisch-Sushi. Wahrscheinlich mit Mayo wieder drin. Nee, mit Soja. Nee, ist extra Mayo sogar drin. Und? Kann man essen? Supermarkt-Sushi-Ranking. Aber man merkt, dass es halt die Supermarkt ist. Wenn du frisch isst, ja, ist es eine komplett andere Liga. Jetzt zum Vergleich mit Lidl-Sushi, würde das, glaube ich, gewinnen. Gucken wir mal den Reiskuchen nochmal. Alter, wie mache ich das denn auf hier? Oh, jetzt hast du aber die ganzen Blätter weggemacht, Alter. Boah, das, muss ja da außen sein. Ach, Scheiße, ich habe ein bisschen Blätter weggemacht. Guck mal, hier ist eine 1, ne? Dann aufmachen können. Ah, haben sie extra drauf gemacht. Oh, das reißt alles auf, Bruder. Da konnte ich jetzt aber nichts für. Ich nehme einfach ein bisschen. Tut mir leid, ich bin so dumm. Ihr habt nicht nachgedacht. Woher soll ich wissen, dass du hierfür studiert haben musst, um das aufzumachen? So, ich weiß jetzt, das Feeling ist das gleiche. Ich nehme ein bisschen hiervon so. Für den Snack zwischendurch, das ist keine Geschmacksexplosion. Fermentierte Sojabohnen, Algen, würde ich mir wiederholen. Geschmacklich okay, würde ich geschmacklich jetzt nicht durch sagen, unbedingt essen. Aber ich finde, für einen relativ gesunden Snack ist geil. Jetzt gucken wir mal, was wir essen. Ne? Das riecht hier gut, mein Lieber. Erzähl noch mal gerne. Du weißt ja auch immer geschichtlich ein bisschen was zu der Tradition und zum Essen generell. Du hast so ein paar Fakten, glaube ich, noch für das Essen. Ne? Man sagt eigentlich, dass die Teigtasche aus dem Uigurischen kommt. Also die Ur-Teigtasche. Also was du dann im Türkischen kennst, wie Mante oder balkanischen Mante oder im Arabischen oder in Deutschland auch Teigtaschen. Die Ur-Teigtasche stammt wahrscheinlich aus dem Uigurischen. Ne? Und das merkst du, weil das einfach eine ganz andere Art und Weise ist, wie es gemacht wird. Gleich, wenn du sie probierst, merkst du dann auch einfach, dass das sehr viel Arbeit ist, die darin steckt, gar nicht so industrialisiert. Ja. Also egal, wie viel die hier zu tun haben, hier ist alles handmade. Die Fleischspieße schmecken nach Fleisch, nicht irgendwie nach zusammengewürfeltem Fett und so. Also das ist schon eins der besten Places, wenn ich in Düsseldorf bin. Ja. Oh, geil. Das heißt, wir werden auf jeden Fall die Teigtaschen essen und auch ein Fleischspieß noch testen. Machen wir, ne? Wir kennen uns noch gar nicht so lange. Ich glaube, wir haben so viel Fleisch gegessen, wie andere in ihrem ganzen Leben nicht mal zusammen. Haben wir schon zusammen gegessen. Ohne Scheiße. Alleine in die Sarajevo. Gönnt euch die Tour in Sarajevo, ganz wild gewesen. Gutes Feedback habe ich von euch bekommen. Danke schön dafür nochmal. Alles, was wir sehen, ausgemacht und alles auch frisch. Was macht man dann noch? Doch, hast lange. Das heißt, du lasst das lange schmorren. Okay, mein Türkisch reicht gerade nicht mehr aus. Aber ja, wir verstehen, in welche Richtung es geht. Er möchte uns erklären, wie hoch der Qualitätsanspruch hier im Restaurant ist. Okay. Also wirklich, ich bin kein Türke, deswegen, ich kann kein Türkisch, aber deswegen so ein bisschen was habe ich verstanden. Und ich glaube, es geht in diese Richtung. Und wir sollten unbedingt Nudeln probieren, Teigtaschen und Fleisch. Alles klar, dann nehmen wir die 3 Sachen erstmal. Danke dir. Also wir nehmen 3 Sachen. Einmal hier die Nudeln, die Teigtaschen und wir nehmen hier noch die Lammspieße. Dann müssen wir nochmal wahrscheinlich auch diesen Laden, ein Video für sich, zum Beispiel diese Teigtaschen. 40 Minuten muss man zwar warten, aber die sollen auch ein Gegner sein. Wir müssen hier auch nochmal hin. Das ist meine Lieblingsteigtaschen, aber 40 Minuten warten. Ja, wir müssen hier nochmal hin. Wir müssen nochmal hin. Pak Choi. Hat nichts mit irgendwie, wenn man das jetzt hört. Vielleicht könnte man denken, so klassisches chinesisches Essen oder sonst was. Überhaupt nicht, man sieht gleich, noch nie so gesehen. Es ist überhaupt nicht dieses, was man kennt, getränkt in ganz viel Soßen, diese unnatürlichen Soßen, die dabei sind, überhaupt nicht ganz knackig, dezent gewürzt, aber ganz edel. Wild, Jasko, allein das schon wild. Teigtasche wird mit der Hand gegessen, ne? Ja. Was sagst du? Zeig mal, wie sie aussieht. Ist sie angebracht? Ne?
Teig ist so von außen, wundert euch nicht, so eine Begriffe hört ihr öfter von mir, nur ich weiß nicht, wie ich es besser erklären soll. Beim französischen Baguette unten, da ist der Boden meistens so ein bisschen härter. Und so ist der Teig auch außen ein bisschen härter, kümmellastig die Füllung, aber ultra geil, ultra lieblich. Nichtsdestotrotz für den ganzen Fleischschlag wird innen der Teig natürlich ganz weich, außen hart, innen weich, schöne Kruste, ultra lecker. Wie schmeckt das Fleisch drin? Ist das so ein natürlicher Fleischgeschmack? Zumindest riecht es so. Ganz weich, ganz zart. Es ist so weich gekocht, dass du es kaum wahrnimmst, beziehungsweise nur die Gewürze. Aber trotzdem einfach die Kombi ist ultra geil. Ne? Muss ja nicht immer alles ultra nach Fleisch schmecken, sondern das gehört so, das ist geil so. Du merkst, die Knoblauchzehen sind noch gar nicht so fein gehackt. Mhm. Man sieht es hier schon, ihr seht die einzelnen Knoblauchstücken überall. Aber richtig gut, also so muss ein Pak Choi Salat schmecken. Ja. Und das Coole, wie du sagst, es schmeckt anders. China ist so ein großes Land mit so vielen multiethnischen Völkern. Die Uiguren machen es ein bisschen anders, die andere ethnische Gruppe würzt es ein bisschen anders und das schmeckst du. Es schmeckt einfach ähnlich, aber nicht gleich. Ah, da kommt schon unser nächstes Essen. Alles selbst gemacht, ist die Nudeln halt auch, ne? Das Fleisch schon mal probieren. Wir sehen, wie geil das darüber gekippt wurde. Ist wieder stärker gewürzt, also ist auch wieder beim anderen. Du hast nicht diesen typischen Fleischgeschmack, sondern schmeckst halt viel Gewürze. Was geil ist, wie gesagt, nicht negativ. Jetzt habe ich auch auf den Knoblauch gebissen. Du merkst einfach, es ist frisch. Wie das eben auch gesagt hat, Knoblauch nicht so klein geschnitten. Du hast den Knoblauch und Knoblauch so ziemlich das Gesündeste, was du machen kannst. Du beißt drauf. Ich habe fühlt richtig der Knoblauch, wer Knoblauch nicht mag. Da ist es. Aber du merkst halt die Frische. Fühlt sich richtig gesund so bei dem Essen. Da bin ich jetzt gespannt. Die selbstgemachten Nudeln noch. Fleisch habe ich noch mit eingerollt hier. Was machst du mit mir, Jasko? Oh, halt die Nudeln. Habe ich ja nochmal Glück gehabt, keine 500 Euro. Nee. Merkst du 100% dieses Selfmade-Charakter. Nur noch so richtig schön knackig im Biss. Ich würde jetzt nicht mal sagen al dente, sondern ein bisschen härter sogar noch. Aber das passt hier zu. Diese geile Soße, voll von Geschmack, vollmundig heftig. Oh, danke. Kommt genau richtig, wollte ich gerade sagen. Auch hier eine leichte Schärfe schon drin. Ich glaube, das wird jetzt richtig killen. Ich mach trotzdem. Schärfe geht sogar noch, aber schmeckt geil. Man kann auch gar nicht zu wenig nehmen. Die Nudeln sind alle so ineinander, ne? Ja, du musst richtig viel nehmen. Oh. Ah, und ja, die Teig schön. Wenn man eins sagen darf, du merkst hier, dass das einfach handgemacht ist. Ja. Das merkst du. Und wo kannst du heutzutage noch handgemacht sein? Selten. Dankeschön. Selten. Oh, wir haben zu viel bestellt wieder mal, glaube ich. Krass. Und ja, deswegen, also top. Solche Nudeln kann man nur hier essen. Dann noch mit dem Fleisch, mit dem Gemüse. Hammerladen. Jetzt hier noch das Fleisch. Ich kann gerade nicht anders, ich muss erstmal hier die Teigtasche. Ich mache auch jetzt einfach mit Hand, ist mir egal. Da liegt gar nicht mit Grain, warte, ich muss einmal ohne die Soße noch machen, damit ich das trennen kann. So geil. Das ist so ein Gericht, was sie hier recht schmal halten von den Gewürzen, aber die wiederum denkst, brauchst nicht mehr. Das ist einfach geil, so wie es ist. Koriander haben die drin, doch ein bisschen Power. Schön würzig, aber wo die Explosion kommt, ist, wenn man es hier rein tut. Schmeckt auf jeden Fall noch eine schöne Ingwernote raus. Aber sonst ist diese Soße hier für mich nicht zu deuten. Das ist Welt, Leute. Welt. Noch einmal hier ganz barbarisch, kann ich das sagen. Hätte ihr das Summa drauf gemacht. Wird, glaube ich, auch Essigbon genannt. Versuche noch mal eine Runde. Ah, das war dumm. Das war wieder dumm. Ich sagte so, Jasko. War so verdammt dämlich, Bruder. Er sagt dir eins zum Lamm. Das Einzige, was ein bisschen raussteht, was echt nicht so stark ist. Aber der Rest ultra heftig. Oh, ich musste gerade lachen und weinen. Ich würde sagen, lass uns zum letzten Spot. Zu den italienischen Nudeln im Käseleib, ne? Ja.
Let's go. Denkt dran, Leute, zekpus.de, besten Supplements made in Germany. Holle10 ist der Code für den direkten Support. Equipment, Supplements natürlich, werde es gedacht. Alles, was ihr braucht, schaut mal nach. Ist auch in der Videobeschreibung. Der Typ hat aufgegeben gerade hier. Nee. Man muss auch dazu sagen, vor diesem Video, Jasko, ne? Nur noch mal auch für euch, Jasko, weißt du das? Ja. Ich habe davor schon ein Video gemacht, ne? Einen ganzen Döner gegessen. Also meinst heute noch, ne? Heute davor, ja, genau. Direkt davor und die Futur gemacht. Da siehst du mal, was ich für eine Maschine bin. Ich habe nichts davor gegessen und ich wiege mal ein paar Kilo mehr als du, das sieht man doch. Aber trotzdem, ich bin so voll, ich will nicht mehr. Ne? Siehst du mal, also Jasko ist raus für den nächsten Spot. Wir gehen jetzt noch mal den besten Italiener, sage ich jetzt einmal, testen. Und ja, ich werde für euch noch mal verköstigen und meine Meinung zum Besten geben. Wir gehen übrigens nicht zum Zollhaus, sondern zu Casa Luigi, weil mal wieder alles anders läuft als gedacht. Ne, Jasko? So sieht's aus. So sieht's aus. Casa Luigi. Hat der auch, Pudel? Ich hoffe doch sehr. Sonst gehen wir bei Bäckerei Hinkel was essen. Doch, der auch. Essen was ich privat schon oft gegessen habe, noch nie im Video. Trüffelpasta in Parmesan. Eigentlich ist das im Sommer, wird das sogar im Parmesan Leib. Nee, im Sommer nicht. Genau, eigentlich im Winter. Genau. Ne? Oder wenn es zumindest. Bis zum Sommer. Bis zum Sommer wird es im Käseleib wirklich serviert, verrührt und auf den Teller dann gebracht. Und jetzt wegen Sommer, wegen Fliegen und Bleiblub, wird das halt direkt so serviert auf den Teller. Ne? Und es war mal wieder wie ein Sonderschüler vorgetragen, aber das macht nichts. Wir lassen das jetzt mal so drin. So, wir haben hier eine Trüffelcremesoße auf der Pasta. Oder haben wir auch dazu bekommen. Bei Pasta habe ich mir sagen lassen, so Faustregel, desto rauer die sind, desto besser, damit die Soße auch besser haftet. Sagt mir, wenn es nicht stimmt, gerne in den Kommentaren. Scheiße, aua. Das tut weh. Starke Nudeln erst, ne? Das sind safe keine Standardnudeln. Ich weiß nicht, ob diese self-made hier sind. Steht zumindest so in deren Beschreibung. Alles hausgemacht. Hätte ich gewettet, würde ich ihn auch noch mal fragen. Das ist ein ähnliches Feeling wie beim Uiguren vorhin. Du merkst auch von der Bissfestigkeit und so, das ist keine Standardnudel. Wenn dann von der Manufaktur oder so. Aber ganz starke Nudeln. Sehr dickflüssige Soße, haftet aber perfekt an den Nudeln. Edle Käsenote. Hier noch der Trüffel. Wunderbare Soße. Ganz intensiv parmesanig. Also wurde nicht an Parmesan gespart. Nochmal den finalen Bissen. Ja, danke fürs Vorbeisein, Jasko. Hat Spaß gemacht. Danke für die Tipps. Falls ihr nochmal eine Foto mit Jasko haben wollt, die 500 Euro stehen noch offen von ihm. Die Herausforderung nimmt er an. Du riechst gut nach Trüffel gerade. Kannst du mir Kuss geben essen? Nee. Alles klar, danke, Brudi. Ne? Danke, hat Spaß danke gemacht. Euch fürs Zuschauen. Gerne einen Daumen oben klein lassen und bis zum nächsten Mal. Ciao.